Du hast uns versprochen, dass heute schönes Wetter ist. Du hast es für Montag versprochen. Und man sieht es hier an den Zuschauerzahlen. Es ist sehr schönes Wetter, ein bisschen kalt, aber trocken. Wir freuen uns, dass du dein Versprechen eingehalten hast. Und du hast jetzt das Wort an der Nachfolge. In die Bühne gehen gratis mit Rebel Kleber! Rebel Kleber! Kleber! Ihr hört, meine Stimme ist doch noch bei bester Gesundheit. Auch wenn ich da zwischendurch mal nicht so anerzähle. Aber die Stimme, die braucht nicht gut sein. Wenn ich das Ding nachher von dir entwickelt habe, da brauchen wir keine Stimme für. Das regeln wir so hin. Du siehst, ich habe eine starke Mannschaft hinter mir. Den Löschzug 11 Blindfängerade! So, ich darf hier, bevor wir richtig loslegen, darf ich eben eine kleine Sache einfügen, die mir sehr am Herzen liegt. Liebe Heidi, Heidi Fischer. Heidi, Entschuldigen Sie mal, ich liebe Heidi, weiß gar nicht, worum es hier geht. Heidi, ich hatte mich kurz mit Theo unterhalten und es ist mir hier heute eine ganz wichtige Aufgabe und eine Ehre. Irgendwo steht mein Adjutant hier hinter mir. Es ist ja so, du warst und bist, glaube ich, warst auf jeden Fall die erste Schützenkönigin in Kennen. Da kann man einfach für applaudieren, würde ich sagen. So, und das war im Jahr 90, 91 und da wisst ihr ja, durch den Krieg ist es leider nicht dazu gekommen, dass wir so Karneval gefeiert haben, wie wir es gewohnt sind. Und eigentlich ist Tradition, dass der Schützenkönig in Kennen einen Prinzenorden bekommt. Und du bist dann leider oder bist immer noch in dieser doofen Lage, dass du keinen Prinzenorden bekommen hast. Und den sollst du hier heute von mir bekommen. Damit kannst du mir jetzt auf die Schlüssel geben, Theo, das war ja das Agreement. Oh, an die Schlüssel. So haben wir das besprochen. Liebes Narrenvolk von Kleve. Ja, bitte, wieder so förmlich. Der Heller Lock ist sonst mehr. Hast du gehört, dass das vom Raunen war? Lieber Michael, wir begrüßen dich hier mit der gesamten Ratsmannschaft. Wir sind drei von Kräftigen Krieger. Ja! Bis Michael! Ja! Ratsstumpf! Ja! Und der Herr ist los. Ja! Heilige Gesichter gesehen. Er starrt. Die Bete hat, wenn der Mann vernünftiges Gäste der Schlöpfe sofort ab. War einstimmiger Ratsbeschluss, da halte ich mich heute nicht dran. Du kriegst ihn nicht.
Tim, ich bin dann, weißt du, was ich unverschämter finde? Das ist meine Entschuldigung, also große Versprechen hier mit den Ohren und sie da nicht einhalten. Ja, oder? Das ist bloß in Düsseldorf und Berlin, mein Klebi. Ja. Hier ist alles 1:1. Tim, ich werde dir noch Folgendes sagen. Ja. Wir haben kleine Feuerteufel bei euch im Rathaus versteckt. Das ist gewendet. Das ist nicht viel. Kick mir das an noch. Wenn ihr. Wo ist. Wir haben ja irgendwo da gesessen. Da ganz hinten, ich glaube, der dritte Fenster von links, wa? Das ist die Göffer. Das ist, glaube ich, dieser sagenumwobene Besprechungsraum. Einer von vielen. Einer von vielen. Und wenn ich dann mal hier weiter nach rechts gucke. Guido, hast du das Kommando schon gegeben? Für den Rathaus. Also, wir haben uns Folgendes gedacht. Wir sind ja von der Feuerwehr. Und wenn ich mal so mir die Fenster begucke, wir haben also vorne im Eingang schon zwei, drei reingeschickt, dass wir da mal so ein kleines Strohfeuer schon mal legen, dass du da schon mal guckst, wo es hier schon qualmt. Also wir werden das hier, da guckt ihr an, da geht es schon los. Da geht es schon los. Du bist bei der Löschgruppe in Riedhuse und du hast deine Löschis mitgebracht. Also ihr seid alle Spezialisten. Erstens, Schimmel brennt nicht. Zweitens, ist mir sowieso egal, ob das Scheißding abbrennt. Nie, das Ding hätte so viel wert. Letztes Jahr habe ich bei ihr eine Weltkulturerbe eingestellt. Da wird sie ja, das sind unter Denkmalschutz an so einem Stuhlstor. Das ist der Rest von der Aschewolke, von dem Vulkan in Island. Das ist auf Hunger gekommen, an dem vergeht das zu putzen. Also da haben wir das gemacht, das Stuhlstor, das haben wir gewählt. Und wenn die Erbe ist, Stuhlstor sowieso, die Erbe ist so Gott, so hart, das stößt er uns immer. Der Haie. Das ist Arbeiten hier. 1000 von 8 bis 12 und Mittagspause von 12 bis 18 Uhr. Und nachts von 12 bis 4. Das tut doch gar nichts hier. Ah, hör mal, da ist doch nicht nur Schimmel drin hier, oder? Ganz im Schwarzkorn, die werden neue, wo da hinten liegen. Ja, haben wir die mal. Und deine Dokumente, der ganze Kram, ja. Ja, aber ich bin da, aber das ist ja drauf hier. Deine Heiratsurkunde könnt ihr irgendwann liegen. Bist du hier verheiratet worden? Nee. Und ein Glück hat. Ein Glück hat. Sonst hätte ich ja den Schlüssel sofort abgegeben. Der Heirat. Nee, also, da kann nicht viel passieren. Da kann nicht viel passieren. Ja, das ist ja befeuert ja so bei diesem Blow-Door-Effekt, weil das zieht sich ja durch komplette Gebäude durch, wa? Ach, da ist eine kommunizierende Röhre bei mir, da geht der Schuh zu gesund in die Röhre. Aber du bist doch immer hin. Du bist doch immer hin. Aber das ist doch deine Leben hier, oder nicht? Wo der ganze Rummel liegt, die ganzen Dokumente. Alles liegt in feuerfesten Kassetten drin. Ja, aber immer mehr haben wir eine feuerfeste Tür. Ja, hör mal, die haben wir aufgebaut für ihn. Ehrlich? Ja. Geh was da drin? Guck dir doch mal an. Junge, was liegt da los hier? Also nicht der Flammende. Der kann nicht nur die Herzen der Kleberinnen und Kleber entflammen, sondern unser Rathaus. Ich bin ihm ja fast sehr dankbar. Der Heide Flöte. So, das war ich noch mal eben gut gewählt. Dann mal schau weg damit. Einsatz für den Löschzug 11, Prinzengarde. Einsatz für den Löschzug 11, Prinzengarde. Rathaus steht in Flammen. Bitte losfahren.
I'm not going to do it.